gerade hier eingetroffen ist der FDP-Generalsekretär Bijan Dirsaray. Willkommen, Herr Dirsaray, hier live bei Phoenix. Vielen Dank. Sie haben jetzt eine Rede gehalten, waren sehr kämpferisch. Der Parteichef hat eine Rede gehalten mit viel Applaus. Gab ja ein bisschen Störaktionen auch von Aktivisten. Können Sie denn unterm Strich sagen, dass Sie zufrieden sind, auch mit der Lage der Partei und der Veranstaltung hier? Oder ist das nicht sinnbildlich auch ein bisschen für die Lage der FDP? Ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung heute. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Lage der Partei, vor allem, wie wir im neuen Jahr angefangen haben. Aber diese Veranstaltung ist natürlich eine wunderbare Veranstaltung. Die ist unheimlich wichtig für die Identität der Partei. Das ist eine Veranstaltung mit sehr viel Tradition und es ist eine Klausurtagung. Es ist eine Kundgebung der Freiheit und umso schöner war es, dass es wieder in dieser Form möglich war. Trotz Störern. Trotz Störer, das gehört gelegentlich dazu, aber Sie haben ja gesehen, wir haben unsere Themen gesetzt, wir haben unsere Botschaften gesetzt und ganz klare Botschaften, vor allem, wie wir die Probleme in unserem Land lösen wollen und vor allem, wie wir unser Land fit machen wollen für die Zukunft. Sie haben in Ihrer Rede davon gesprochen, dass die FDP ihr Profil auch zeigen müsse in diesem Jahr und haben zum Beispiel eine weitere Laufzeitverlängerung bei den Atomkraftwerken über den April hinaus, so wie es mit den Koalitionspartnern ja vereinbart ist, hier auch gefordert, haben das sogar zu einer Frage der europäischen Solidarität hochstilisiert. Glauben Sie denn, dass die FDP da wirklich Chancen hat, das durchsetzen zu können oder wollen Sie damit einfach nur ein bisschen die Grünen ärgern? Nein, es geht nicht darum, irgendjemanden zu ärgern, erst recht nicht die Koalitionspartner, sondern es geht darum, die Herausforderungen, vor allem die Probleme, die wir in diesem Land haben, zu lösen. Und die Energiepreise sind zurzeit ein großes Problem für die deutsche Industrie, für die deutsche Wirtschaft. Und da können wir nicht tatenlos zusehen. Und dieses Thema hat selbstverständlich eine europäische Dimension, denn gerade die Staaten der Europäischen Union haben sich ja fest vorgenommen, in dieser schwierigen Phase zusammenzuarbeiten in der Frage der Energieversorgung und Energiesicherheit und haben sich vorgenommen, sich unabhängig zu machen vom russischen Öl und vom russischen Gas. Und niemand kann derzeit in Europa verstehen, warum ein Land wie Deutschland von diesem Instrument der Laufzeitverlängerung nach April 2023 nicht Gebrauch macht. Deswegen habe ich bei meiner Rede ja auch bewusst gesagt, es ist auch eine Frage der europäischen Solidarität. Ist das denn für die FDP in dieser Ampelkoalition eine Art rote Linie? Also ohne Laufzeitverlängerung, weitere Laufzeitverlängerung, möchten Sie dann in Berlin nicht mehr regieren? Oder wie felsenfest verfolgen Sie diesen Kurs? Nein, wir verfolgen unsere Ziele und Überzeugungen natürlich felsenfest, wie Sie gesagt haben. Aber ich bin niemand, der rote Linien in der Politik formuliert. Würde ich auch dringend von abraten. Wer rote Linien grundsätzlich in der Politik formuliert, muss immer hinterher noch prüfen, ob das alles im Einklang mit der Realität ist. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie wir innerhalb dieser Koalition miteinander umgehen und miteinander umgehen wollen. Nur die Frage der Energiepreise oder was Sie konkret gefragt haben, die Frage der Laufzeitverlängerung, das ist eine Debatte. Damit muss sich diese Bundesregierung beschäftigen. Habe ich Sie so verstanden, dass Sie dafür die Bundesregierung aber nicht platzen lassen würden? Schauen wir mal auf diese Ampelkoalition. Für die FDP keine einfache Koalition. Sie haben im letzten Jahr auch einige Wahlergebnisse verzeichnen zu haben, die nicht schön waren. Jetzt stehen 4 Landtagswahlen an in diesem Jahr. Was ist da aus Ihrer Sicht das Mindestziel, was die FDP da schaffen muss? Wir haben 4 wichtige Landtagswahlen in diesem Jahr. Und wir wissen auch ganz genau, dass jede Landtagswahl natürlich auch zusammen was zu tun hat mit den landespolitischen Themen und vor allem mit den Akteuren, die vor Ort die Landespolitik machen. Für uns sind diese Landtagswahlen sehr wichtig. Es geht auch dort, die Handschrift der FDP deutlich zu machen und vor allem sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Dieses Ziel verfolgen wir. Aber letztendlich auf Bundesebene, das ist wiederum eine andere Lage, ein anderes Spiel. Wir haben enorme Herausforderungen vor uns und die wollen wir auch auf Bundesebene in dieser politischen Konstellation, wo wir sind, auch lösen. Aber die Umfragen auch unter der Anhängerschaft der FDP-Wählerinnen und Wähler zeigt ja, dass viele mit der Ampel weiter fremdeln. Auch eine Mehrheit unzufrieden ist mit dem Auftreten der FDP in dieser Bundesregierung. Besorgt Sie das gar nicht? Ich nehme diese Dinge natürlich sehr ernst. Nur wie war die Situation nach der letzten Bundestagswahl? Während CDU und CSU mit sich selbst beschäftigt waren, haben wir Verantwortung übernommen für dieses Land. Und wir sind in diese Koalition reingegangen, weil wir der Überzeugung waren, dass Deutschland eine starke und vor allem stabile Regierung braucht. Ein Land wie Deutschland braucht sowas. Und selbstverständlich sind gerade die Herausforderungen enorm. Aber wir werden Verantwortung übernehmen in dieser Koalition. Dabei bleibt es und vor allem, es gibt keine Alternative zum Erfolg.
keine Alternative zum Erfolg. Aber am Ende muss natürlich die FDP auch Erfolg haben, damit sie eine Berechtigung haben, dann mit zu regieren, damit ihnen sozusagen nicht der Boden unter den Füßen wegrutscht. Gibt es aus Ihrer Sicht drei Punkte, wo Sie sagen, da muss die FDP in diesem Jahr in dieser Ampelkoalition liefern, wenn Sie jetzt zum Jahresauftakt sich hier schon versammeln? Die FDP muss dafür sorgen, und das ist auch mit die Aufgabe auch des Generalsekretärs, dass die Handschrift der FDP in dieser Koalition erkennbar ist. Die FDP muss sich weiterhin als Impulsgeber für Fortschritt in dieser Koalition auch zeigen. Und vor allem ist es wichtig, haben wir vorhin darüber gesprochen, die Herausforderungen, die in diesem Land existieren. Es ist die Aufgabe der FDP, dafür zu sorgen, dass dieses Land nicht von links aus regiert wird, sondern dass dieses Land von der Mitte aus regiert wird. Sie haben jetzt das ja auch in Ihrer Rede gesagt, ja. Es soll nicht von links aus regiert werden. Sie regieren ja mit den Grünen und der SPD. Aber Sie können ja jetzt auch nicht dauerhaft mit dem Kursverfahren. Wir poltern gegen das, was wir eigentlich selbst dann am Kabinettstisch auch unterstützen. Das ist ja auch eine Strategie, die bisher nicht so richtig funktioniert und auch vielleicht nicht so das beste Modell ist, oder? Vom Poltern kann hier nicht die Rede sein. Es ist doch völlig klar, dass das eine Koalition ist von unterschiedlichen Parteien, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Und selbstverständlich gehören Debatten dazu. Eine Streitkultur gehört auch dazu. Und diese Koalition ist und bleibt kommunikationsintensiv, aus meiner Sicht. Entscheidend ist doch, dass am Ende des Tages die Koalition in der Lage ist, gute Lösungen für unser Land zu erreichen und hinzubekommen. Wie, wann, wo, an welcher Stelle gestritten wurde oder intensiv debattiert wurde, das ist für mich irrelevant, sondern die Ergebnisse sind entscheidend und die müssen gut sein für unser Land. Ich merke mir das neue Wort kommunikationsintensiv. So haben Sie die Arbeit in der Ampelkoalition beschrieben. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dirsarei. Sehr gerne.